Klar. Alright, hallo, willkommen zum Gründervirus Virtual Hangout heute mit Frank Hensel von HTGF. Aber bevor wir starten, würde ich gerne was über den Gründervirus sagen, was wir sind. Wir sind eine Startup-Community, ursprünglich aus Marburg, aber mittlerweile, wir haben viele Gäste, die hier zugeschaltet sind und das Netzwerk geht über Deutschland auch hinaus. Wir sind eine Community, die von Gründern, von Foundern für Founder geschaffen wurde. Für Leute, die aus Ideen etwas aufbauen wollen. Und was wir tun, ist ganz einfach motivieren. Wir laden super Gäste ein, die motivieren und neue Ideen geben, Impulse aktivieren. Wir wollen nicht eine x-te Community sein, die wie Wiederkäuermodus immer wieder das Gleiche sagt, sondern wirklich die relevanten Skills vermittelt. Und deswegen laden wir Gäste ein wie Frank Hensel, damit wir über die relevanten Aspekte, zum Beispiel vor Fundraising Live Science sprechen. Und wir iterieren gemeinsam. Ihr habt eine Idee, ihr müsst pitchen. Also bevor ihr rausgeht und viel zu verlieren habt, macht das zuerst in der Community und geht raus, wenn ihr fit seid. Wir sind eine Community, ihr wollt was verändern, seid dabei. Jederzeit willkommen. Wir sind sehr offen. Und wie angekündigt, Frank Hensel heute. Wir sprechen über Fundraising Life Sciences. Ich selbst habe erfahren, dass es anders ist als mit Tech-Unternehmen. Ja, es gibt viel Content über Tech, aber Life Science ist es anders. Und da freuen wir uns, dass Frank dabei ist und so ein paar Best Practices uns verrät, damit es erfolgreicher verläuft. Ja, vielen Dank für die Hallo, Einführung. Frank. Wie gesagt, das sollte ja, wir hatten ja im Vorfeld besprochen, sollte ja ein Fireside-Chat sein. Deswegen wird das hier jetzt kein Frontalangriff mit irgendwelchen schlauen Tipps, wie man Investoren anspricht, sondern ich will jetzt 2-3 Minuten vielleicht eine Intro zu mir selbst geben, vielleicht nochmal zum HTGF, damit man auch ein bisschen Hintergrund hat, wo wir investiert sind, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man sich einen Venture Capitalist aussucht, mit dem man spricht, wo man investiert ist, wie die Konsortien aussehen. Zu meiner Person, ich bin von Haus aus Biologe, habe in Würzburg promoviert, habe dann nach der Promotion, ich habe mit dem Projekt promoviert, vielleicht das so der Vollständigkeit halber, zur Entwicklung humaner Antikörper für die Krebstherapie. Wir hatten damals schon während der Promotionszeit und der Postdoc-Zeit eine Kooperation mit damals der Schering AG, die einen Antikörper zur Behandlung von Magenkarzinom oder des Magenkarzinoms einlizenziert hat. Nachdem die Kooperation vorbei war, hatten wir dann irgendwie natürlich auch das Gründerfieber irgendwie, das war damals 2001, hat uns da auch schon erreicht. Und das war ja gerade da, wo die erste Biotech-Welle hochschwappte, beziehungsweise eigentlich schon fast wieder runterging. Haben wir halt entsprechend auch Businessplan geschrieben und dann eine Ausgründung gemacht mit der damaligen Finanzierung von BioM AG, Bayern Kapital und der TBG. Ich habe das Ganze, also ich bin dann als Geschäftsführer in die Firma eingestiegen, habe das Ganze dann von 2001 bis 2015 getrieben. In einem deutlich schwierigeren Fahrwasser, als das gerade der Fall ist. Damals konnte man froh sein, 1-2 Millionen Funds zu raisen. Heutzutage, fängt man in der Seed-Phase, wenn man Drug Development macht, irgendwo bei 5 Millionen an und bei Anschlussfinanzierung drehen sich momentan so einige Runden, an denen ich auch beteiligt bin, irgendwo zwischen 20 und 50 Millionen. Wir hatten verschiedene Partnerschaften in der Zeit, wo ich in der Firma war. Zum einen mit einer kanadischen Firma, was ein paar Jahre ging, hatten das Ganze dann beendet, haben dann eine US-Firma gepartnert, mit der wir fusioniert haben und sind dann nach einem Jahr in Australien an die Börse gegangen, haben da einen klassischen IPO gemacht, der aber auch vom Volumen her deutlich geringer war natürlich als das, was momentan was man natürlich in den USA sieht oder was man auch in Europa sieht. Wir hatten da mit einem unserer oder mit zwei unserer Produkten hatten wir klinische Phasen, hatten dann aber Pech,
irgendwie 2013, 2014 in der Produktion, wo wir relativ viel Geld verloren haben. Und das war auch einer der Key Learnings. Häufig scheitern Firmen schon an der, in der Produktionsphase von Wirkstoffen, wo halt dann das Geld nicht mehr vorhanden war, um das Ganze nochmal zu starten, und haben dann entsprechend die Firma runtergefahren. Und das war halt der Zeitpunkt, wo ich zum HTGF gekommen bin oder gewechselt bin. Sozusagen von der Seite der Gründer auf die dunkle Seite des Venture Capitals, zur Seite der Investoren. Und ich habe seitdem, ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich 4 Firmen übernommen, habe 10 Firmen in den HTGF gebracht, also wirklich das Seed Closing, also von Due Diligence über Vertragswerk und so weiter gemacht, und habe 3 Firmen verkauft. Der größte Exit dabei war Amal Therapeutics vor 2 Jahren, die wir an Boehringer Ingelheim verkauft haben, mit einem Deal Value von bis zu 425 Millionen Euro, was natürlich Bio-Dollars sind, wo bestehend aus Upfront-Payments und dann Milestone-Payments. Also durch meinen Background, was ich halt im Development habe, bin ich natürlich vorwiegend in solchen Deals unterwegs, die sich eben um Development drehen. Vielleicht kurz zum HTGF, vielleicht würde ich, vielleicht Sergej, kannst du freigeben? Ja, also ich kann gerne freigeben, aber wie bist du eigentlich, also du bist Biologe, du hast promoviert, wie ist die Gründung, eigentlich Ausgründung entstanden? War das was Selbstverständliches, war das schon immer so, ich möchte was gründen, oder war das ein Prozess? Also definitiv wollte ich eigentlich nicht selbstständig sein. Deswegen hatte ich eigentlich studiert und Naturwissenschaften studiert, sicherlich eher mit dem Ziel, keine Ahnung, vielleicht bei Pharma zu landen oder vielleicht auch an der Uni zu bleiben. Ich glaube, dass die Ausgründung war aus der Überzeugung, was Gutes gefunden zu haben, was man umsetzen möchte. Wie gesagt, wir hatten damals in der Promotionszeit, wir hatten einen akademischen Clinical Trial gestartet mit einem Antikörper namens SC1, der spezifisch mit dem Magenkarzinom reagiert. Und wir hatten diesen Antikörper eigentlich als, wie soll man sagen, Homebrew hergestellt im Labor. In einer Clean Bench haben wir den Antikörper gereinigt, und unser Kooperationslabor aus der Chirurgie hat beim, also 48 Stunden vor der Magenresektion diesen Antikörper gegeben, und wir haben da relativ positive Effekte gesehen. Das Ganze war, was eigentlich unüblich ist, haben wir auf 51 Patienten aufgebohrt, sodass wir dann auch positives Feedback eigentlich von dem Ganzen hatten. Und dann haben wir gesagt, dieser Asset, der war dann halt irgendwann eine Zeit lang bei Schering, war, weil es eine spezielle Antikörperklasse war, vielleicht ein bisschen zu früh. Und die haben sich halt, wie gesagt, das wurde dann halt irgendwann zurückgegeben an uns, und dann haben wir halt gesagt, dann machen wir es halt selbst. Und das war, wie gesagt, gerade die Zeit, wo BOM aufkam, wo es Finanzierung gab und wo es das erste Risikokapital gab, sodass man dann gesagt hat, wenn Pharma das nicht machen will, dann probieren wir es halt selbst aus. Ja, also interessant, dass du sagst, vor der Zeit voraus mit den Antikörper. Ich habe mal gehört, dass der Blockbuster von AbbVie, Adalimumab, eigentlich von BASF entwickelt wurde. Ist das so? Ja, das ist so. Ich glaube. Und die wussten gar nicht, was die damit machen sollten. Oder haben die das dann damals Abbott verkauft oder auslizenziert? Dann ist jetzt ein Blockbuster geworden. Ja, ich glaube, das ist halt häufig der Weg. Ich meine, bei uns war es halt, wir hatten halt IgM-Antikörper, wir haben die Antikörper direkt aus dem Patienten isoliert. Und wir hatten so einen speziellen Fusionspartner, der humane B-Zellen immortalisieren kann, und mit IgM wollte halt keiner arbeiten. Was dann, glaube ich, auch so eine Lehre ist, man braucht einen echt langen Atem. Wir hatten irgendwann in der Zeit mal Kontakt mit Investoren aus den USA. Da gab es schon so eine Firma, die irgendwie im Stealth Mode war, IgM Bioscience, die eben auch IgM-Antikörper gemacht hat, hatte man dann jahrelang nichts von gehört. Und ich glaube, vor 3 Jahren oder sowas habe ich dann jemand in den News gesehen, dann haben sie irgendwie, ich glaube, eine 3-stellige Millionenrunde geraced, weil sie spezielle IgM-Moleküle hergestellt haben. Also Pentamere oder Hexamere Strukturen mit, ich glaube, affinitätsgereiften Strukturen, sodass, ja, es kann eine überraschende Wendung nehmen, wo die Sachen dann durchaus mal landen. Okay,
Cool. Ja, lass uns zum HTGF wechseln. Also was macht der HTGF? Ganz kurz und dann machen wir den Schwenker zu Life Science, also Franchising Life Science. Ja, ich meine vielleicht ganz kurz HTGF. Seht ihr die Folie oder? Ja, wunderbar. Alles klar. Geht auch noch irgendwann in den Vortrag. Ja, also im Prinzip HTGF, was sind wir? Wir sind eine Public-Private Partnership mit einem Fondsvolumen von 320 Millionen. Also der erste Fonds ist 2005 gestartet, 2017 der dritte Fonds, aus dem wir aktuell investieren. Wichtig ist, wir gehen nur in die frühe Phase, wir machen aber auch relativ limitierte Tickets, maximal 1 Million im Seed Stage mit einer limitierten limitierten Höhe in der Folgefinanzierung. Insgesamt 1 Milliarde unter Management. Ich glaube, keiner macht mehr Venture-Transaktionen in Deutschland als der HTGF. Also wir sind jetzt mittlerweile, gut, die Folie ist einen Tag älter, aber wir sind bestimmt irgendwo so allmählich Richtung 2800 Transaktionen von Seed Investments bis hin zu Exits. Einer der größten Exits war ja die Mühe mit über 1 Milliarde Deal-Volume. Vielleicht, warum können wir auch, haben wir auch einen ganz guten Überblick über den Markt, das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir haben jetzt seit Bestehen des HTGF über 20.000 Deals gesehen, also wir vergeben in der pro Woche, also jetzt bei uns im Life Science Team zum Beispiel 5 bis 10 Opportunities, also vom geschriebenen Businessplan bis hin zum einseitigen Word-Dokument, haben deswegen einen ganz guten Überblick, was am Markt da ist, was richtig dargestellt ist, was falsch dargestellt ist und so weiter. Wir haben über 600 Firmen investiert, was besonders wichtig eigentlich ist. Wir haben externes Volumen von über 2,7 Milliarden Investments in unsere Startups bekommen, sodass wir auch ein wichtiger Motor sind eigentlich für die Akquise von Venture Capital, sowohl aus dem inländischen als auch ausländischen. Sieht man hier vielleicht nochmal ganz schön, also dass auch die steigende Höhe der Anschlussfinanzierung oder der Summe der Anschlussfinanzierung spiegelt auch deutlich wider, wie viel Geld jetzt am Markt ist. Letztes Jahr war es 1,5 Milliarde, die wir als Anschlussfinanzierung bei uns in die Unternehmen gekriegt haben. Teil, also ein Viertel ungefähr, kommt von den ländischen VCs, aber genauso viel von ausländischen VCs, Business Angels und Corporates. Da haben wir halt einen bunten Mix, wie man sieht, ganz oben. Die 14 Millionen ist das, was wir in Folgefinanzierung gemacht haben. Also deswegen auch eine wichtige Message. Wir machen den Seed, aber dann hinterher müssen im Prinzip andere übernehmen. Wir haben unsere Veranstaltung, Network ist wichtig. Also wenn man bei uns im Portfolio ist, wird man gut versorgt mit Connections zu anderen Partys. Wir sind überall eigentlich vertreten, zum Beispiel Juries von Go, Bio, Exist und so weiter, Science for Life, haben Connections zu allen, zu den meisten europäischen Inkubationsprogrammen und haben, glaube ich, so ziemlich mit jedem TTO wahrscheinlich bei über 600 Deals schon mal zusammengearbeitet und auch zum Teil irgendwie bei der Aushandlung von Lizenzverträgen zum Teil halt auch mitgeholfen oder zumindest Background Information gegeben. Wir veranstalten auch Pitch Days in Kooperation mit unseren Investoren, wie zum Beispiel Bayer und Böhringer Ingelheim. Und wie man da schon sieht, kommen zu diesen Pitch Days dann auch mehr oder weniger alle Life Science VCs, die man so in Europa findet. Aber auch versuchen wir natürlich, den Draht zur Industrie zu machen, zur Hardcore Pharma, aber auch MedTech-Firmen oder halt zum Beispiel Techniker Krankenkasse, die auch einen eigenen Inkubator zum Beispiel oder Seed-Investment-Programm hat. Das gibt nochmal einen leichten, kleinen Marktüberblick hier. Also alles, was grau unterlegt ist, waren Finanzierungsrunden, an die der HTGF beteiligt war. Man kann irgendwie sagen, so 40-50% der Finanzierungsrunden laufen unter Beteiligung vom HTGF. Was jetzt hier leider nicht mehr ganz so schön zu sehen ist, 2016 fing es eigentlich, also mit größeren Finanzierungsrunden fing es erst 2015, 2016 an, wo man dann so im mittleren Rahmen, so Immunic war damals eine Neugründung, Rigontek war eine Anschlussfinanzierung, wo es dann mal so allmählich in den zweistelligen Bereich ging.
wenn man, also das ist ausgenommen aus dem Biotech-Report von Ernst & Young, der relativ frisch erschienen ist, auch fürs Jahr 2020, was man sich in Deutschland eigentlich immer noch zu Gemüte führen muss, ist die relativ geringe Anzahl der Finanzierung, die man hat. Und auch eigentlich das relativ geringe Volumen, wenn man jetzt mal Sachen wie vielleicht CureVac rauslässt, gibt es zwei Firmen, die halt wirklich eine super Finanzierung gemacht haben, Catalum und T-Knife. Sonst sind die Firmen eigentlich in einem relativ überschaubaren Bereich, vor allem wenn man aus einer Sicht eines US-Investors guckt. Und nach wie vor gibt es halt auch kleine Firmen, das sind dann halt häufig die, die eben nicht mit so vielen institutionellen Investoren oder Corporate Venture verbandelt sind. Wir haben ein gutes Portfolio, denke ich mal, zusammen mit mehr oder weniger den meisten größeren Life Science VCs. Vielleicht dann auch so ein bisschen, wo ich mit dabei bin. Also Amal Therapeutics hatte ich ja schon erwähnt, die hatte ich übernommen, haben wir verkauft an BI, Diorigontec, war nicht meine Firma, die wurde damals an MSD verkauft. Heparagenics bin ich, habe ich mit DC Finanzierung gemacht. Bei der Allentis in Basel sind wir mit dabei. Abalos war auch eine meiner Firmen, so dass da eine recht gute Übersicht besteht und Connections auch zu den entsprechenden VCs. Ja, das und also generell als HTGF, wir sind agnostisch, machen Pharmaceuticals, machen aber auch MedTech-Diagnostik und so weiter. Das einfach jetzt mal als schnellen Überblick zum HTGF, ohne da jetzt tiefer ins Detail zu gehen. Ich glaube, wenn man eine gute Idee hat, die venturefähig ist, jederzeit zu uns kommen, als generelle Message, es gibt nicht zu früh. Ich glaube, wir geben allen eine zweite Chance. Das geht dann vielleicht auch schon in die Richtung des heutigen Themas. Außer natürlich, ja. Ausnahmen gibt es immer, aber ansonsten sind wir eigentlich immer offen für Diskussionen, ja. Und auch dafür, dass Leute wiederkommen und sagen, hör zu, wir haben vor 2 Jahren miteinander gesprochen, wir haben jetzt unsere Technologie verändert, wir haben unseren Businessplan verändert und würden gerne nochmal sprechen. Ja, also super, danke für die Präsentation, das ist echt erstaunlich. Ich habe ein paar Punkte, ich gerne loswerden würde. Also erstens, ein Aspekt, den ich gelernt habe, man muss mit Investoren halt so eine langfristige Beziehung aufbauen. Es ist nicht so, ich rufe an und dann ist der Deal da. Es kann sein, wie du sagst, in 2 Jahren kommt man wieder zusammen. Und das ist so ein Netzwerkeffekt. Also wir hatten Investoren schon in den Hangouts, baut zu Menschen frühzeitig eine Beziehung auf. Es muss nicht sofort zum Deal werden, aber dass man sich kennt. Und ja, ich glaube, das ist so. Dazu ist es vielleicht auch wichtig, man muss eine Vertrauensbasis aufbauen. Und ich meine, als Investor möchte man, dass die Firma delivert. Und wenn mir jetzt eine Firma sagt oder wenn mir eine Arbeitsgruppe sagt, in einem Jahr haben wir jetzt das Lead-Molekül identifiziert und das kommt wieder nach und die Gruppe kommt wieder nach einem Jahr und sagt, wir haben es identifiziert und jetzt hätten wir gerne ein Investment, dann ist das immer noch eine Basis. Also wenn man nach zwei Jahren wiederkommt und sagt, wir suchen immer noch. Deswegen ist es für uns auch wichtig, so bei Access-Programmen und so mit dabei zu sein, weil da schon der erste Touchpoint ist zu den Firmen. Genau, und das andere, also ich würde den Fokus gerne so auf Life Science legen, weil ihr macht auch Tech-Investments, also in Tech-Startups, ist agnostisch. Aber was mich beeindruckt, was du gezeigt hast, eigentlich, dass das der HTGF eigentlich über 20 Jahre sind jetzt 20 Jahre, oder? 16 Jahre jetzt. 16 Jahre. 2005 war der erste Fonds aufgelegt worden. Okay, dass daraus eigentlich durch die starke Aktivität eine Art Ökosystem also entstanden ist, weil mit dem Seed Investment ja nicht bedienen, es muss ja die Wertschöpfung weitergehen. Und da habt ihr mittlerweile so ein Ökosystem in verschiedenen Branchen auch. Und so wie ich das höre, das wird mittlerweile geschätzt. Am Anfang war das so, naja, ob das Konzept wirklich greift. Aber mittlerweile ist man fast schon stolz drauf, dass man diesen ungewöhnlichen Weg dann gegangen ist. Und für mich sieht es aus wie ein Ökosystem. Also ist es definitiv, weil ich glaube, wir haben zu den meisten Corporates Kontakt. Ich meine, es haben uns auch Corporates genutzt in den letzten Jahren, die vielleicht als LP beim HTGF investiert haben.
um zu lernen, wie Venture geht. Ich glaube, man könnte es vielleicht so ein bisschen auch als kleine Venture-Schule bezeichnen, weil es gibt halt Investoren, die wollen mal gucken, wie es geht, lernen bei uns, wie geht man mit dem Portfolio um, wo sind die besten Sources für Gründer, vielleicht wie spricht man mit Gründer oder macht gegebenenfalls auch mal ein gemeinsames Investment und was weiß ich, im nächsten Fonds sind sie vielleicht nicht mehr dabei, weil sie ihre eigene Venture-Unit aufmachen oder gegebenenfalls auch merken, dass Venture nichts für sie ist. So dass wir da natürlich wirklich ein super Ökosystem aufgebaut haben. Und ich denke, ja, Life Science ist dann nochmal eine ganz spezielle Sache, glaube ich, weil es irgendwie eine Community ist, die sowieso viele Leute nicht so richtig verstehen. Man merkt es ja eigentlich schon an der Diskussion über Corona-Impfungen für und wieder und so weiter. Also Pharma ist ja für viele Leute ein Buch mit 7 Siegeln. Da ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie reinkommt und da auch die entsprechenden Kontakte hat. Ja, lass uns gleich zu Life Science schwenken. Was ich noch von meiner Seite noch sagen würde, ist, dass die Kommunikation offenheit von HTGF ich super finde. Es ist nicht, wie man so oft versteifte Kommunikation hat mit Investoren, es ist wirklich offen, ein Win-Win-Mindset und das kann ich jedem empfehlen. Ja, ihr habt die Beziehung erstmal aufzubauen und immer im Hinterkopf zu behalten. Gut, wechseln wir zu Life Science. Also ich würde ganz gerne noch eine Frage reinstellen. Ja. Okay, klar. Mit dem Netzwerk und dem Portfolio würde ich ganz gerne mal verstehen, inwiefern ist es innerhalb von HTKF vielleicht auch also gewollt und getrieben, das im Grunde genommen in gewisse Richtungen zu lenken. Also das heißt immer, der HTKF ist agnostisch und das sehe ich genauso. Aber zum Beispiel jetzt mit Investments im BioNTech CureVac hat man sich ja sozusagen auch bei der mRNA sozusagen dann mit positioniert. Ich würde ganz gerne verstehen, ist das innerhalb vom HTGF, also es ist ganz gezielt, gewisse Branchenbereiche auch abzudecken, eine Art von, also ich würde das weitestgehend fast schon eine Art von Wirtschaftspolitik quasi auch dahinter zu sein oder ergibt der Markt das einfach? Gibt gar nicht. Also gibt also definitiv nicht. Also es gibt keine strategische Ausrichtung. Ich glaube, das gibt der Markt ein bisschen vor. Der HTGF ist dafür geschaffen worden, im Prinzip Marktversagen entgegenzuwirken. Das heißt natürlich, da wo viel Geld da ist, vielleicht jetzt bei AI oder vielleicht auch bei Drug Development, macht man vielleicht teilweise dann weniger Investments. Dafür macht man vielleicht mehr in Diagnostik, wo gerade oder MedTech, wo gerade keiner investieren will. Also das kommt wirklich, also man hat sozusagen die Freiheit, auch sein eigenes Portfolio aufzubauen. Man sollte halt nicht 100% MedTech machen oder man sollte nicht 100% Drug Development machen. Aber es gibt keinerlei Vorgaben. Was weiß ich, dieses Jahr ist der Fokus mehr hier und das nächste Jahr ist der Fokus mehr da. Es gibt natürlich gewisse Learnings, dass man einige Sachen kritischer sieht als andere, wo vielleicht die Kollegen vor 10 Jahren gesagt haben, ey, das ist ja sexy und nach dem 5. Investment in dem Bereich rührt man es wahrscheinlich nicht mehr an. Da gibt es natürlich einen gewissen Lerneffekt, aber nichts, was eine strategische Ausrichtung für die Zukunft ist. Ja, cool, danke. Gut, ich habe 2 Schwerpunkte, Frank, und der erste ist, also ich sage es mal, also wir fangen mit dem ersten an. Also der erste ist Tech, Fundraising Tech Life Sciences und der zweite Punkt, den wir später besprechen, ist halt die Wahl der Seed-Investoren für Life Science Startups grundsätzlich in Deutschland. Ja. Und ich versuche möglichst praktisch zu bleiben, damit man die Learnings auch einfach mitnehmen kann und starten wir mit Tech versus Life Science. Also es gibt ja den Spruch, dass im Tech kennt man das Produkt nicht, weiß aber, welche Methoden man anwendet, also einfach Coding, Development. Ja. Im Life Science weiß man das, man kann das Produkt ziemlich gut definieren, ja, weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Vor allem so in der Drug Discovery, wo wir sind, würde ich sagen, ja, das stimmt, aber würdest du sagen, die Logik gibt es und würdest du sagen, dann ist der Fundraising-Prozess ein anderer für Life Science als für Tech? Also Life Science, ich glaube, muss man sowieso immer noch mal unterscheiden zwischen Hard Drug Development und vielleicht dann benachbarte Bereiche, wie jetzt vielleicht das, was ihr macht oder geht ja auch so ein bisschen MedTech oder Diagnostik.
Ich glaube, der Weg zu der Entwicklung, also wenn man jetzt zumindest bei Drug Development sieht, ist in den meisten Fällen, glaube ich, relativ klar und vorgegeben durch die Industrie. Außer vielleicht in der ganz frühen Phase. Aber ich glaube, da steigen sowieso eher wenig Investoren ein, wenn man jetzt sagt, wir brauchen noch überhaupt erstmal einen Hit für ein Protein. Ich glaube, oder für irgendein Molekül, um irgendeinen Mechanismus zu oder ein Signaltransduktionsweg zu inhibieren. Ich glaube, dass da steigt momentan auch kaum jemand ein. Das heißt, man hat irgendwo schon eine Hit- oder eine Lead-Struktur für eine Indikation. Vielleicht kann man sagen, der Weg ist vielleicht zu 50% vorgeschrieben durch klinische Phasen, durch Entwicklungspläne, durch Toxanalysen und so weiter, die man machen muss. Was man natürlich beachten muss, ist, dass sich der Markt wandelt. Schön zu sehen ist es zum Beispiel bei Firmen, die im Nash-Bereich unterwegs waren, was vor 5 Jahren stand noch überall Nash drauf. Mittlerweile macht keine der Firmen mehr Nash, sondern, keine Ahnung, Fibrose, sonst irgendwas. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein Weg, wo man den Weg vorher nicht genau definieren kann, wo es irgendwo in 5 Jahren hingeht, außer man hat wirklich so eine klar definierte Sache, wie ich entwickle einen Antikörper gegen Magenkrebs. Aber wenn man sagt, okay, was interessiert den Investor, wenn es ein Life Science Pitch ist? Weil es gibt viel Content zu Tech, da ist halt Optimismus, Vision, Dynamik, Schnelligkeit. Meine Erfahrung war, dass dieser Ansatz in Life Science eher unter Umständen kontraproduktiv sein kann, muss nicht sein kann, weil man weiß, der Weg ist steinig. Ja? Es gibt kein, ja, bei MedTech braucht man etliche Zulassungen in Drug Discovery. Sagt man, es gibt 2 Arten von Projekten, die schon ein Problem haben, die Probleme bekommen. Dass Überoptimismus eventuell kontraproduktiv ist. Ich glaube ja, weil also mittlerweile ist es ja so, und das ist vielleicht auch anders als vor 20 Jahren, als ich selbst mal mit Fundraising unterwegs war. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Leute, die aus Pharma kommen oder die mit Biotech schon mal einen Exit gemacht haben. Das heißt, sie sind den steinigen Weg gegangen. Die haben gesehen, was weiß ich, wie ein Fermenter explodiert ist oder eine Säule bei einer Antikörperaufreinigung oder keine Ahnung, irgendwas Endotoxin verseucht war und haben entsprechende sind durch entsprechende Up und Downs gegangen. Wenn dann natürlich ein Gründerteam aufkommt, und ich meine, das ist immer so ein bisschen das Problem mit den akademischen Gruppen, die dann sagen, ja, wir müssen das nur noch produzieren, also gibt uns mal 5 Millionen, wir müssen das nur noch produzieren, und die klinische Phase wird dann schon zeigen, dass es toll ist. Da wird man natürlich schon hellhörig und denkt sich, ob die den richtigen Fokus haben, müssen wir dann auch mal testen, oder man muss eventuell das Team ergänzen mit jemandem, der schon mal durch so ein paar Hürden mitgemacht hat. Ich glaube, deswegen ja, kann man sagen, Realismus ist wichtig, Enthusiasmus, was weiß ich, wie man es vielleicht im Softwarebereich hat oder sowas, die große Vision. Ich habe in 5 Jahren Microsoft 2 gemacht oder sowas, ist, glaube ich, im Life Science Team. Dafür sind wir andere Charaktere im Life Science Team. Ich glaube, das ist da nicht gewünscht. Also eher, ja, eher tieferes Technologieverständnis, aber auch realistisches Bild auf das, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann, und vielleicht eine gesunde Idee für einen Plan B. Ja, also wo du gesprochen hast, ist mir so noch in der Reflexion, wie es bei uns gelaufen ist, oft dass so im Tech-Bereich, ich brauch das Funding für die Vision, und im Life Science geht es Funding, das Ziel ist relativ klar beschreibbar, aber ich brauche Funding für den Prozess, also von der Kommunikation, das klingt jetzt sehr ähnlich, ja, aber wenn man einen Pitch aufbaut oder drin, also dass man erklärt, Funding dafür, das sind die meisten, also ist das, genau. ist glaube ich ein anderes Narrativ, als wenn man sagt, this is our goal, this is our product, market entry, and funding so und so. Ja, ich glaube, bei uns ist ein, ich weiß nicht, also scheitern tun wahrscheinlich in beiden Bereichen gleich viele Prozesse, aber ich glaube, das ist irgendwie teurer und visibler wahrscheinlich im Life Science Bereich. Ja. Ich glaube, deswegen denkt man sich, oh, es ist schwer genug, deswegen
gucken wir jetzt nicht nach der ganz großen Vision, sondern gucken erstmal danach, was ein realistischer Entwicklungsplan ist. Und ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Fortschritte, zum Beispiel in der Onkologie, die sind ja nun gerade mal graduell. Also was in den letzten Dekaden gelaufen ist, gibt es sicherlich in einigen Bereichen sehr gute Fortschritte, in anderen Bereichen wie Behandlung solide Tumoren und so weiter. Ich weiß nicht, so richtig viel hat sich da ja also auch nicht getan. Ja. Jetzt, okay, der Preis, lass uns zum Preis gleich rübergehen, aber wenn Founder like, aus dem Life Science kommen, was sind so Red Flags? Also zum Beispiel bei Tech-Foundern ist Red Flag, we have no competition. Es gibt immer Competition, ja, das ist für Investoren Red Flag. Gibt es ein paar Red Flags, wo du sagst, schaut euch das genau an, bevor ihr das aussprecht? Ja. Gut, ich denke, wichtig ist, wie gesagt, das Team, dass es realistisch auf die Entwicklungspläne schaut, dass es natürlich auch das Marktumfeld kennt und ich glaube wirklich, Realismus ist das Wichtigste daran, nicht zu sagen, wie ich gerade schon sagte, wir produzieren das und dann geht das schon. Und ich meine, häufig, was man halt braucht, ist die klare Idee, dass man Medikament nicht alleine entwickelt, sondern dass es ein Team von Leuten sein muss, dass auch jeder weiß, wo die Limitationen der eigenen Person sind und dass man halt zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, jetzt übergebe ich es an irgendjemand anders. Also ich glaube, dass viele Gründer gut sind, wie soll ich sagen, jetzt ein Produkt meinetwegen noch in die Präklinik zu bringen und den besten Wirkstoff meinetwegen daraus zu machen und den besten Lead. Das heißt aber nicht, noch lange nicht, dass sie die besten Leute sind, eine 30-Millionen-Runde zu raisen und zwei Phasen 2a zu machen oder sowas. Ja, ich würde gerne mal eine Frage auch. Manchmal habe ich das Gefühl, widerspricht sich das nicht insofern. Also ich bin dabei, man betrachtet die Dinge realistisch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sozusagen vorsichtig konservativ. Aber das darf, also sobald das ja auf die Zahlen eine Auswirkung hat, auf die Finanzzahlen, auf sozusagen zukünftige Umsatzzahlen, zumindest ist das uns häufig auf die Füße gefallen, ist das natürlich, da kommt recht schnell eine Red Flag sozusagen. Also wenn man jetzt sagt, man fängt jetzt erstmal an und man entwickelt die Dinge und dabei entwickeln sich die Umsätze natürlich halt nicht irgendwie exponentiell, dann war das oft auch ein Grund, wo man gesagt hat, Da seid ihr wohl ein bisschen zu vorsichtig an die Sache rangegangen. Zu konservativ, ja, okay. Aber wie soll ich sagen, ich glaube, bei den meisten Fällen, die wir gesehen haben und die bei uns im Portfolio sind, war die Umsatzentwicklung eher unter dem, was prognostiziert war, als über dem, was prognostiziert war. Deswegen zu vorsichtig eher selten. Also meistens dauert es ja doch länger, kostet mehr und entwickelt sich nicht so schnell. Ich glaube, es gibt aber auch Sachen, die einfach nur schlecht Venture-fähig sind. Ich meine, Venture lebt irgendwie davon, dass es Big Picture ist. Und wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eine tolle Idee, die auch wirklich toll sein kann, aber sie reicht halt, ich habe in Anführungsstrichen nur dazu, ein Family-Business aufzumachen, was ja legitim ist und die Leute auch gut ernähren kann, dann ist es halt eben keine Venture-Sache. Und ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden und da sind wir halt auch eben keine Förderbank und oder solche Sachen werden dann halt eher für eine Förderbank als wirklich für Venture Capital. Also Venture Capital, sage ich jetzt mal, ist meinetwegen eine neue, also wie soll ich sagen, irgendwie eine Maschine, die das Potenzial hat, wie eine PCR-Maschine irgendwie in den Markt zu kommen und irgendwann mal in jedem Labor zu stehen, das ist halt Venture Capital. Wenn ich jetzt ein neues Mikroskop entwickle, was in keine Ahnung, 20 Laboren weltweit steht oder sowas, dann ist das kein Venture Capital, was wir irgendwie finanzieren würden. Und wie gesagt, deswegen ist dann auch eine Absage nicht, dass es heißt, die Technologie kann nicht funktionieren oder der Firmenansatz kann nicht funktionieren, aber das hat eben nicht das Potenzial, also richtig groß zu werden. Ich würde da gerne anknüpfen. Wie würde man das als Founder kommunizieren? Also du sagst, die Vision, in jedem Labor zu stehen, das ist cool für Ventures, auch verständlich, exponentielles Wachstum.
Und dann hat man als Founders, das Moritz angesprochen hat, die Höhe dazu sagen, okay, wir wollen eigentlich dahin. Alle wissen, dass es vielleicht länger, vielleicht schneller ging. Ja, das weiß keiner. Aber wie kommuniziere ich auf der einen Seite im Life Science, wir wollen eigentlich was Großes, deswegen sprechen wir mit euch. Und ich muss eigentlich diesen Realismus haben. Ja, und im Tech ist das okay, je mehr Geld, je mehr Marketing, je mehr Developer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein cooles Produkt entsteht. Im Life Science ist es halt, man kann die Naturgesetze nicht brechen. Ja, da gibt es auch Limitationen. Ja, ich glaube, das ist durch einen relativ engen Entwicklungsweg schon vorgegeben. Also da hat man jetzt nicht, also wenn man einen neuen Wirkstoff entwickelt oder sowas, da ist es ja klar, irgendwo, man macht bis zur Phase 1, man schafft vielleicht bis zur Phase 2 mit einer soliden Finanzierung. Aber dann ist da eigentlich Schluss und von daher, ist eigentlich der Weg vorgegeben. Das gibt auch relativ wenig Diskussionen. Ich meine, natürlich kommen immer Rückfragen vom Investor. Wenn ich sage, ich möchte zu IND auslizenzieren, werden garantiert die Hälfte der Investoren fragen, ja, warum machst du nicht bis Ende Phase 1 oder Phase 2, bis du nichts am Pferd gezeigt hast, dann, weiß ich, keine Ahnung, kriegst du 5x mehr. Andere würden sagen, wir wollen bis zur Phase 2a machen, dann sagen die halt, warum machst du nicht nur bis Phase 1 und raise 20 Millionen weniger. Ich glaube, das sind die normalen Fragen und Challenges, die man den Gründern auch stellt, um rauszukriegen, wie sie einfach ticken. Okay. Das ist halt, glaube ich, auch einer der Key Activities bei Investoren, herausfinden, wie die Gründer ticken. Das hatten wir mal mit Blue World Group, um einfach, da ist auch ein Risiko, ne? Also wenn man nicht so genau einschätzen kann, in welche Richtung es geht, kann das zum Risiko für Investor werden. Gut. Ja, und ich meine, das gibt es gar nicht mal so selten. Ich meine, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Vesting in den Verträgen, und da gibt es dann auch ein totales Verständnisproblem irgendwie. Ich meine, man baut ja Vesting ein als Investor zum Beispiel, weil man Angst hat, dass die Gründergruppe mal auseinanderfliegt. Dann wird halt der rausgeht, gewestet, ist aber auch zum Vorteil der anderen, dass der seine Anteile nicht mitnehmen kann und das blockieren kann. Aber deswegen ist es halt wichtig, solche Gründe, also die Leute vorher gut zu wissen und aber auch Mittel zu haben, um das zu beheben, wenn es halt eben nicht so gut funktioniert. Ja, ich würde gerne zum zweiten Thema rüber wechseln, aber vorher, weil wir jetzt über Founder sprechen, wie wichtig ist das Wort coachable? Ja. Wichtig. Ich meine, das ist der Hauptpunkt, dass sich die Leute auch annehmen, was man sagt. Wie gesagt, ich glaube, mittlerweile gibt es auch so viele Educated Investors, die halt wissen, worüber sie sprechen und nicht jetzt nur irgendwas erzählen, um die Gründer zu foltern. Sondern wenn ich halt irgendjemanden habe, der beim VC sitzt und der irgendwo 20 Jahre bei Roche war, der kennt Drug Development wahrscheinlich besser, als ich es kenne. Das heißt, wenn der mich jetzt was fragt oder sagt, das kann so aber nicht funktionieren oder man könnte es ja auch anders machen, sollte man das vielleicht durchaus ernst nehmen und nicht als persönliche Kritik aufnehmen. Deswegen, das ist, verstehe ich unter coachable, dass man aus dem Gespräch mit dem Investor im Normalfall auch rausgeht und sagt, ich habe was gelernt, beim nächsten Mal mache ich es besser und oder das war gut und da bin ich mir jetzt sicher, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, das ist das, was wir alle sehen wollen. Natürlich gibt es auch auf unserer Seite Ansichten, die nicht stimmen und Wege, die falsch sind. Also da muss man halt immer zusammenfinden. Aber coachable ist halt zu verstehen, was der andere sagt, mitzunehmen und einzubauen oder drüber nachzudenken und dann zu sagen, nee, geht nicht, will ich nicht. Ja. Ja. Wie wird das denn wahrgenommen von Seiten des HTGS, wenn sozusagen das Team erkennt, dass es sozusagen noch offene Flanken hat? Und also die Wunschvorstellung ist ja, dass man diese offenen Flanken natürlich mit festen Leuten besetzt. Ja. Ist es fair, dass man sozusagen externe Coaches sozusagen dazu nimmt, um sie letztendlich so ein bisschen zeitweise diese offenen Flanken besetzen zu lassen? Definitiv. Also gerade am Anfang, ich meine, manchmal ist es besser,
Nehmen wir zum Beispiel mal einen Business Developer für bestimmte Bereiche. Ich meine, die Leute kriegt man nicht unter, keine Ahnung, 100, 120k. Braucht sie aber meistens gar nicht Vollzeit. Das heißt, sie würden ins Budget schlagen, aber nicht wirklich viel Nutzen bringen. Von da ist es natürlich dann auch komplett legitim, sich jemanden zeitweise reinzuholen. Genauso wie bei Finanzlern oder sowas. Viele Leute sagen, oh, dann hole ich mir einen CFO oder hole mir jemanden, der mir die Finanzen macht. Also ich wüsste keinen Grund zum Beispiel, warum irgendwie ein kleiner Wirkstoffentwickler einen CFO braucht, außer er geht dann mal irgendwie an die Börse oder gut, meinetwegen bei einer 20, 30 Millionen Runde, aber sonst geht das eigentlich über entsprechende Firmen mit einem halbwegs anständigen Steuerberater, lässt es sie eigentlich machen, solange der Cash noch rausgeht. Kommt ja Darauf an, irgendwann dann, aber jetzt also rein in der Gründungsphase halt. Ja. Realismus, klingt nach Realismus. Gut, gehen wir zum Thema, wenn man ein Life Science Startup ist in Deutschland, welche Wahl hat man? Aber meiner Ansicht nach, vielleicht ist es eingeschränkt. Ich habe eigentlich als Life Science Spin-Out der Uni zum Beispiel die Wahl zwischen einem regionalen VC oder dem HTGL. Oder beide. Also beides geht natürlich auch. Ich würde wieder regional nach Deutschland weit denken, weil ich glaube, da kommt man nicht weiter in Deutschland. Über die letzten Jahre ist es ja so, dass sich nicht sehr viel mehr Investoren in Deutschland angesiedelt haben, sondern die eigentlich überall jenseits der Grenze sitzen. Wenn ich jetzt ein gutes Asset habe und ich suche einen Investor, mit dem ich eine Runde zusammenstellen kann von, ich sage jetzt mal, 5 Millionen oder 5 bis 10 Millionen. Ich meine, da gibt es in Deutschland vielleicht Namen wie Pete Bellingen, Böhringer Venture Fund und noch 3, 4 andere. Das muss man auf jeden Fall ausdehnen auf die Kollegen im Ausland. Also ich sage jetzt mal, typische Seed-Investoren im Ausland sind halt also Frankreich zum Beispiel, Kurma Partners, die halt auch ein Büro in Deutschland haben, also wie Bio in Belgien und so. Und da das müsste man auch, sollte man auf jeden Fall auf die ausweiten, weil sonst kriegt man solche Finanzierungsrunden eigentlich nicht hin. Und da empfiehlt es sich auch schon, die große Runde, glaube ich, zu drehen beim Seed Investment, sodass man die kritische Masse oder die kritische Menge an Geld reinbekommt. Um vielleicht auch erstmal 2 Jahre zu leben und erstmal 1 Jahr zu arbeiten und dann wieder rauszugehen und die nächste Finanzierungsrunde zu suchen. Aber da, also Venture Capital ist kein deutscher Markt, das ist sicherlich ein europäischer Markt. Aus den USA eher weniger. Das ist sehr interessant, das hätte ich nicht erwartet. Weil normalerweise, wenn so Teams aus den Unis kommen, ja, hier gibt es in Bayern, hier gibt es in NRW, oder da gibt es ja so regionale Investoren, sagen, ja, das ist die Wahl, da müsst ihr hin. Und HTGL kennt man halt. Aber dass du sagst, man müsste eigentlich das aber hoch ausweiten, das ist cool. Also, ja, also ich meine, gerade in Deutschland, auch bei der Folgefinanzierung hatte ich eben gezeigt, ein Viertel der Folgefinanzierung kommen aus dem Ausland oder ausländische VCs plus nochmal ausländische Corporates. Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor. Und generell gibt es, also wie ich hatte ja auch gezeigt, wie viel Unternehmensfinanzierung es eigentlich gibt. Das ist ja nicht so viel. Und ich meine, wenn ich die Konkurrenz sehe, die unterwegs ist, da muss man halt wirklich gucken, dass man im Ausland auch unterwegs ist und da gegebenenfalls jemand findet und dass man eventuell auch offen ist für alternative Wege wie Corporates, Family Offices und so weiter. Hat alles Vor- und Nachteile, die man sich einkauft. Aber ja, also wenn man nicht ganz oben auf der Hitliste steht für 50 Millionen Seed Investment, dann ist man sicherlich gut beraten, die internationale oder so, die internationale Runde zu drehen. Ja. Und woran würde scheitert? Ich würde einfach Follow-up fragen, wie würde man das praktisch angehen? Wenn du sagst, die große Runde drehen und Venture Capital ist europäisch, würde ich einfach, also der klassische Weg ist, ich suche mir ähnliche Companies, ich schaue die Investoren an und das Netzwerk bearbeiten, oder gibt es da andere Ansätze?
Also gut, ich meine, es gibt ja die klassischen Investorenkonferenzen, also für den ganz frühen Startup-Bereich, zum Beispiel Biofit in Frankreich irgendwie im Winter. Die Sachs-Konferenz hat so einen Pitch für frühe Sachen. Da laufen schon die meisten Investoren eigentlich rum, dass man das zumindest mal ansprechen kann. Ja, ansonsten eigentlich wirklich gucken, wenn man sie nicht sowieso irgendwie auf der Liste hat. Ich meine, wenn man bei uns weiter im Gespräch ist, wir können natürlich die Intros machen und machen es für gewöhnlich auch. Ansonsten ist es halt, dass man guckt, welche Firmen sind wie finanziert und dann versucht man rauszufinden, ob die VCs halt einen Fonds haben, der aktiv investiert oder nicht. Ja, also ihr geht ja auch so, man nennt das Syndikate, also dass da mehrere Investoren zusammenkommen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es gut bekannt ist, dass HTGF mal alleine reingeht, aber auch mit mehreren gleich, also zusammen. Ja, also jetzt kommt auf die Größenordnung an, die man braucht. Also ich denke, für Drug Development Sachen haben wir jetzt in letzter Zeit auch mal was alleine gemacht, so ganz frühe Sachen, was man wirklich vielleicht eher als translationale Sachen bezeichnen kann. Aber im Normalfall, um die kritische Masse zusammenzukriegen, also historisch gesehen haben wir jetzt meinetwegen relativ viel zum Beispiel mit Bayern Kapital gemacht, sodass man irgendwie erstmal zumindest eine Million oder anderthalb Millionen Seed-Runde zusammenkriegt. Oder andere regionale Investoren gewünscht ist es aber natürlich dann immer, dass man irgendwie da schon ein größeres Konsortium macht. Und das ist übrigens auch ein super Erfahrungsaustausch. Also wenn man mit Corporate Venture zusammen Firmen finanziert, dann hat man halt Leute irgendwie von Corporate Venture, die da irgendwie groß geworden sind und irgendwo so 15 Jahre oder was auch immer in dem Bereich verbracht haben. Und die Expertise mit reinbringen, was also für uns dann auch lehrreich ist und was wir dann auch in andere Firmen wieder reinbringen können. Und? Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf sozusagen, also worin liegt die Hürde zum amerikanischen Markt? Ist, weil sozusagen eben auch erwähnt wurde, dass im Grunde genommen das noch nicht so richtig klappt. Ist das sozusagen... Also sind das die Startups selber schuld oder ist das, weiß ich nicht, der Kulturunterschied oder kooperieren die VCs, sage ich mal, zwischen Europa und Amerika noch nicht irgendwie wie geschnitten Brot? Das ist noch meine Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich ist die deutsche Kultur und deutsche Hochschulkultur ein bisschen fremd für Amerikaner. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, für ein Seed-Investment, was relativ arbeitsaufwendig ist, lohnt sich wahrscheinlich tatsächlich nicht aus Boston oder San Francisco, außer als es wirklich Groundbreaking Science rüber zu fliegen. Es hat sich nicht wirklich entwickelt. Also ganz ehrlich, Investoren in den USA, obwohl ich auch in größeren Konsortien bin, Investoren in den USA, die man jetzt einfach mal ansprechen kann, fallen mir auch nicht viele ein. Und auch von den Firmen, die jetzt Fundraisen gehen, die dann mal auf der Bio-Europe sind oder Bio-Equity, wo dann auch schon mal amerikanische Firmen sind, Investoren sind, ist selten viel bei rumgekommen. Vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen durch Corona, weil alle Konferenzen sind virtuell und die früher rein europäisch waren, sind jetzt mehr amerikanische Investoren. Vielleicht kommt dieses oder jenes mal zustande, dass es eine vertrauensbildende Maßnahme ist, aber also ganz selten. Also ich denke, wenn man Series B, Series C, da steigen sie damit ein. Davor ist es schwierig. Also was ich als Feedback mal bekommen habe in einer Diskussion, hat die Dame gesagt, in den USA gibt es so viele Opportunities, dass sie gar nicht rüberschauen und sagen, es gibt so viel, dass es für sie nicht lohnt, rüberzuschauen. Also es lohnt sich nicht, weil ich genug vor Ort habe. Da muss ich nicht reisen, da muss ich nicht in die andere Rechtsform irgendwie einarbeiten, welche Legal, also die ganzen Gesetzgebungen relevant sind. Das ist für die einfach auch einfach. Also das habe ich so im Gespräch erfahren. Ja, und das Eingangstor ist dann immer noch erstmal UK. UK ist halt sprachlich und vertragsrechtlich einfacher für die. Das heißt, bis sie dann nach Deutschland kommen, ich glaube, dann sind sie immer noch eher in Frankreich. Also selbst, wie war das? Ich glaube, Pfizer Business Development meinte mal, die würden viel in Frankreich gucken, aber Deutschland so gut wie gar nicht.
Also es hat wirklich immer noch leider noch ein verschlossener Markt, der schwierig ist für die Leute zu durchdringen. Okay, wenn du sagst, verschlossener Markt ist schwierig zu durchdringen, was bedeutet das? Ja, ich glaube, wir haben also zum einen das Rechtssystem sicherlich, wo sie sich unsicher sind. Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch, wie so Sachen mit TTOs und Lizenzen und so weiter laufen. Da ist ja, also wenn man sagen, Deutschland nicht gerade der Vorreiter für einen leichten Tech-Transfer von den Universitäten, ich sage jetzt mal zu Pharma. Okay. Gut. Und von daher gibt es sicherlich dann auch mal Kontakte. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Deals, die laufen. Aber häufig nehmen sie die Sachen dann auch eher mit in die USA, als sie dann halt hier zu lassen. Ja, das habe ich auch gehört, dass das, okay, wenn du Fundraising machst in USA, ist es besser, einen Sitz da zu haben, also in Delaware Corporation. Das ist für die viel greifbarer. Ja, ich meine, ein Beispiel war ja zum Beispiel Quench Bio. Die wurden dann von Atlas Venture und Arix finanziert, kamen ja eigentlich aus Deutschland. Die haben die ganze Sache damit in die USA genommen. Was bemerkenswert war, sie haben dann irgendwann neulich gesagt, sie können kein Lead entwickeln, sie stellen Daten ein. Fand ich respektabel, aber das ist, glaube ich, eher so, wie es läuft, eher ganz, ganz selten, dass sie das Investment in Deutschland machen und das in Deutschland lassen oder Europa. Okay. Gut, also Moritz, hast du noch Fragen? Nee, aktuell nicht. Also ich fand das jetzt schon extremst, wieder hilfreich, lehrreich. Also deswegen vielen Dank erstmal. Das war bisher schon ein sehr cooler Austausch. Okay, cool. Also ich habe keine Fragen mehr. Vielleicht hast du Fragen an uns. Aber das war also sehr hilfreich. Ich kann nur jeden einladen, wie gesagt, auf und zuzugehen, Businesspläne zu senden oder über Technologien zu sprechen. Und ich meine, wir hoffen alle auf die Zeit, dass wir wieder alle reisen können und wieder auf den üblichen Veranstaltungen wie jetzt Science for Life, Pitch Days und so weiter wieder mit Gruppen sprechen können. Also von daher drücken wir die Daumen, dass wir hoffentlich bald alle geimpft sind und die Problematik vorbei ist und wir dann wieder Auge zu Auge über Technologien reden können und über Entwicklung. Und wie gesagt, man sollte sich eigentlich nie dann irgendwie unterkriegen lassen, wenn man dann auch mal negative oder unschöne Feedbacks irgendwie kriegt von einem Investor. Das passiert immer mal, aber auch da sind nicht alle gleich. Und ich kann immer nur sagen, es gibt gute, es gibt schlechte, aber es... Ja, keiner hat die Weisheit gefressen, deswegen ist es sicherlich wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen und dann mit dem Nächsten zu sprechen. Ja, jetzt ist mir doch eine Frage eingefallen. Also wenn man Life Science anschaut, gibt es Technologien, es müssen jetzt keine vertraulichen Technologien sein, dann gibt es so Trends, wo du sagst, wow, das ist super spannend, also in dem Umfeld, also natürlich kann keiner alles abdecken, aber wo du sagst, das ist spannend. Ist für uns ein bisschen schwierig, da wir auf dem deutschen Markt fokussiert sind und wir müssen halt das nehmen, was gerade in Deutschland gemacht wird. Es gibt dann eher so ein paar Sachen, wo wir sagen, das ist eher schwierig, so wie zelluläre Therapien, einfach weil das Investment so groß ist, das ist schwierig darzustellen. Deswegen ist HTGF, glaube ich, nicht ganz repräsentativ. Also wir sind nicht der Investor, der sich Paper durchliest und sagt, das ist jetzt hot und das ist der nächste Trend. Das können wir halt nicht leisten. Unser Auftrag ist halt ein anderer, also die deutsche Startup-Szene zu stärken. Also muss man das nehmen, was an der Hochschule erforscht wird. Und deswegen ist es schwierig für uns natürlich so ein bisschen, also jetzt zumindest im Life-Science-Bereich, da einen Trend zu sehen. Okay. Es gibt natürlich globale Trends, wo man sagt, irgendwie AI nimmt zu oder gut, das sowieso. KI-Sales oder sonst irgendwas. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Okay. Auf der anderen Seite seht ihr halt, das hattest du am Anfang gesagt, ihr seht so viele Möglichkeiten, was hast du gesagt, 5 bis 10 pro Woche. Ja. Also das ist ja schon, damit bekommt man ja einen extrem guten Markteinblick, woran gerade im Grunde geforscht wird und was vielleicht
Also wenn einem dann innerhalb von 6 Monaten irgendwie 10-mal die gleiche Richtung über den Finger läuft, dann, naja, dann ist das ja nicht gerade Zufall, würde ich sagen. Also da kann man ja schon, glaube ich, Trends ablesen. Richtig, wobei es natürlich dann schwierig ist, ob sie wirklich investierbar sind. Also was zum Beispiel momentan konstant dabei ist, sind irgendwelche Cannabis-Anzucht für CBD und so weiter und besserer Wirkstoff, besserer Yield, wie auch immer. Frage ist, ob das dann wirklich dadurch investierbarer wird. Also das ist sicherlich ein Trend, den es gibt. Ob das wirklich ein VC-Trend für uns sein könnte, wahrscheinlich eher weniger. Da würde ich dann eher noch sagen, die Gruppe vom MPI XY mit einem kompletten neuen Mode of Action oder sowas, würde ich dann noch eher wahrscheinlich als gewinnbringend oder ja, aussichtsreicher sehen, als, keine Ahnung, einer von 10 Cannabis-Züchtern. Ja. Okay. Gut. Wir haben hier eine Tradition zum Schluss, auch wenn ihr im Büro seid, dass wir eine Runde klatschen an den Speaker, weil wir jetzt halt alle virtuell sind. Würde ich, also, dass ihr euch unmutet ganz kurz und für Frank einmal klatschen, danke sagt. Danke, danke. Cool. Frank, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder mal viel gelernt. Wir hatten coole Diskussionen und ich würde den also offiziellen Teil jetzt quasi beenden und wir freuen uns, dass du dabei warst. Alles klar. Ich bedanke mich für das Interesse. Wie gesagt, man läuft sich so oder so sicherlich auf einen der zukünftigen Veranstaltungen mal über den Weg und alle, die gründen wollen, wünsche ich natürlich viel Erfolg und mit oder ohne HTGF, dass es halt beim Fundraising klappt. Super. Was ist das für ein Mindset? Ja, ob mit oder ohne, wir sind alle Gewinner. Super. Dankeschön. Wir kommen nur weiter. Wir können nicht alles finanzieren und wir kommen nur weiter. Also als Deutschland, wenn wir natürlich genügend Firmen haben und auch Investoren hier anbringen. Perfekt. Super. Danke. Also.